Im Kapitel 7.1.2 geht es um Personen. Ja. Verfügt das Unternehmen über Personen, die im Prinzip sich um das Managementsystem im Bereich ISO 9001 kümmern? Ja, es kann sein, dass Sie beispielsweise schon Personenkreise haben, beispielsweise einen Qualitätsmanagementbeauftragten oder ein Team von Managementbeauftragten, die sich hauptsächlich um das Thema ISO-Zertifizierung, ISO 9001, Qualitätsmanagementprozesse kümmern. Sie als Unternehmen sind ja, in der Verpflichtung zu klären, in welcher Weise Personen eigentlich eine gewisse Rolle spielen. Wenn Sie nachweisen können im Audit, dass entsprechende Personen existieren, zum Beispiel in einem Organigramm, wo der QMB ausgewiesen ist, dann ist der Großteil dieser Anforderungen auch schon abgewickelt. Eigentlich der größte Teil. Und Sie haben keine Befürchtung, dass da unangenehme Gegenfragen stattfinden. Im Kapitel 7.1.5 geht es um Ressourcen zur Überwachung und Messung. Das heißt nichts anderes als existieren bei Ihnen entsprechende Überwachungsmöglichkeiten oder überwachen Sie beispielsweise Ihre Messtechnik ja, durch ein externes Kalibrierlabor, beispielsweise von irgendwelchen Mess- und Prüfmitteln. Ja, und wie ist das eigentlich bei Ihnen organisiert? Dass sichergestellt wird, dass die Anforderungen, die Sie an Ihre Produkte haben, die auch von Ihren Kunden her kommuniziert sind, auch der Realität entsprechen. Und das ist eigentlich die Kernaussage dieses Normkapitelpunkts, in dessen Rahmen Sie beispielsweise Kalibrierscheine von relevanten Messmitteln, ja, Messschieber können vielleicht ein Messmittel sein, das bei Ihnen im Unternehmen zum Einsatz kommt, aber vielleicht nicht ein wesentliches Messmittel, das wesentliche Qualitätsaspekte mit abdeckt. Aber es ist durchaus legitim, auch so einen Kalibrierschein vorzulegen. Und damit Sie diese Anforderungen dieses Kapitels der Neurevision erfüllen, reichen in der Regel auch Kalibrierscheine. Und auch der Prozess, der dahinter hängt und in dessen Rahmen Sie sicherstellen, dass entsprechende Messmittel auch fristgerecht eingereicht sind und entsprechend auch zur Anwendung kommen. Das Kapitel 7.1.6 setzt sich mit dem Wissen Ihrer Organisation auseinander. Das heißt, Sie als Unternehmen müssen bestimmen, welches Wissen notwendig ist, damit Ihr Unternehmen überhaupt funktionieren kann. Ja. Im praktischen Fall heißt das beispielsweise, wenn Sie sich mit Pumpen auseinandersetzen, weil Sie ein Pumpenhersteller sind, dann sind gewisse Themen einfach unausweichlich. In dessen Rahmen ist eigentlich schon indirekt bestimmt, welches Wissen für Sie notwendig ist, das heißt zum Beispiel entsprechende Strömungsmechanik, ja, Konstruktionsmechanik im Pumpenbereich beispielsweise, das notwendig ist, damit Sie Ihre Prozesse und Ihre Produkte und Dienstleistungen auch entsprechend der Norm ausführen können. In der Regel sind, wenn Fragen zu diesem Bereich auftauchen, eigentlich nur fachspezifische Erfahrungen auch mit abzuwickeln und zu liefern, die nochmal unterstreichen, welches Wissen für Ihre Organisation notwendig ist und wie Sie es auch vielleicht aufrechterhalten und sicherstellen, dass Ihre Produkte entsprechend ausgeführt sind. Im Kapitel 7.4 Kommunikation sind Sie als Unternehmen dazu aufgefordert, zu bestimmen, in welchem Maße bei Ihnen interne, aber auch externe Kommunikation stattfindet. Das ist in der Regel auch oft gegeben, wenn beispielsweise gewisse Besprechungsgremien stattfinden. Fertigungsbesprechungen beispielsweise, einmal in der Woche, wo der Fertigungsleiter teilnimmt, wo ein Vertriebsleiter eventuell teilnimmt, ja, vielleicht auch die Geschäftsführung oder der QMB, UMB teilnimmt, wo eine gewisse Agenda bereits vorliegt, über welche Themen diskutiert wird im Rahmen dieser einzelnen Besprechungen beispielsweise. Wenn Sie solche Prozesse bereits im Unternehmen haben und oft ist es so, dass solche Prozesse bereits existieren, in jeglicher Form, es können auch zum Beispiel Montagsbesprechungen sein oder Freitagsbesprechungen, Whiteboard-Meetings oder ähnliche Dinge, die einfach eine gewisse Agenda mit sich führen und ein Top
beinhalten, wo Themen entsprechend auch auftauchen, die eine gewisse Relevanz für Ihr Unternehmen haben, dann ist schon eigentlich sehr viel abgewickelt und die Normanforderungen in diesem Bereich auch erfüllt. Im Rahmen des Audits kann es sein, dass solche Fragen auftauchen, wie jetzt intern kommuniziert wird bei Ihnen. Dann ist es ratsam, entsprechende Besprechungsprotokolle schon griffbereit zu haben, vielleicht von der letzten Besprechung, von einer zeitnahen Besprechung und die Themen eventuell mit aufgelistet sind, vielleicht die Agenda auch nachvollziehbar ist und Sie dadurch auch nachweisen, dass Sie Ihr Möglichstes tun, um das Thema interne Kommunikation im Bereich Qualitätsmanagement, aber auch im Bereich Umweltmanagement zu fördern. Und des Weiteren, neben den internen Kommunikationen, sollten Sie sich natürlich auch Gedanken darüber machen, was für externe Kommunikation bei Ihnen stattfindet. Wie kommunizieren Sie beispielsweise mit Behörden, ne? Wie zum Beispiel den BGen oder den Umweltämtern, die eine Rolle spielen, oder mit Nachbarn, ne? Was wird kommuniziert, ja, über die Webseite beispielsweise, und welche Themen spielen eine Rolle. Und neben den internen Kommunikationen tauchen aber auch externe Kommunikation dieser Art auf. Und seien Sie nicht überrascht, wenn einfach Fragen in dieser Ecke mit auftauchen. Und wenn Sie auch so aufgestellt sind und entsprechende Protokolle nachweisen können, dann ist es auch nachvollziehbar, dass solche Arten von Kommunikation stattfinden und auch entsprechende Anforderungen der Norm dadurch abgedeckt sind. Im Kapitel 7.5 geht es um das Thema dokumentierte Informationen. Einen ganz neuen Bereich und, wie ich finde, sehr sinnvollen Bereich der Neurevision. Denn in den alten Normen, Reihen 9001 und 14001, waren unzählige Dokumente abzuliefern, Pflichtverfahren abzuliefern und so weiter, die entsprechend in irgendeiner Form auf einem Blatt dokumentiert werden sollten. Ja, das ist so die Regel im Prinzip im Rahmen eines Handbuches oder Ähnlichem. Und das ganze Thema Dokumentation wurde, wie ich finde, auf ein neues Niveau gezogen, ja, einfach zeitgemäßer gestaltet. Das Ganze nennt sich jetzt nicht mehr Dokument, sondern dokumentierte Information. Das als dokumentierte Information verstehen sich jegliche Arten von Informationen, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeiten anfallen und entsprechend in unterschiedlichen Systemen auch vorhanden sein können. Das klassische Beispiel ist natürlich ein DIN A4-Zettel, in dessen Rahmen Sie beispielsweise Ihre Unternehmenspolitik nochmal zu Papier bringen, kann als dokumentierte Information gelten, aber auch beispielsweise eine Prozesslandschaft, in dessen Rahmen Sie alle Kernprozesse, Unterstützungsprozesse, Führungsprozesse auflisten, die im Unternehmen eine Relevanz besitzen. Aber die Neurevision räumt Ihnen als Unternehmen auch die Möglichkeit ein, diese Arten von Dokumenten auch anders auszulegen. Beispielsweise im Rahmen eines ERP-Systems. Ja, im ERP-System selbst sind Workflows hinterlegt, die relevant sind, die finanztechnisch auch relevant sind, wo gewisse Wechselwirkungen zu Prozessen auch dargestellt sein müssen und das natürlich auch als dokumentierte Information hinzugezogen werden kann, um zum Beispiel nachzuweisen, dass gewisse Prozesse und ihre Wechselwirkungen auch bei Ihnen festgelegt worden sind. Die Qualitätspolitik beispielsweise muss nicht unbedingt ein DIN A4-Zettel sein, wo Qualitätspolitik drüber steht und in dessen Rahmen Ihre qualitätsrelevanten Visionen aufgelistet sind. Das kann genauso gut ein Beitrag im World Wide Web sein, auf Ihrer Homepage sein, in einem Segment, wo Sie auf das Thema Unternehmenspolitik eingehen. Wichtig hierbei ist es zu beachten, dass es gewisse Pflichtdokumente gibt, die zu liefern sind. Ja? Und im Qualitätsbereich sowie im Umweltbereich ist die Gesamtanzahl der zu liefernden Dokumente drastisch gesunken. Beispielsweise sind Pflichtdokumente, der Anwendungsbereich muss als dokumentierte Information geliefert sein. Ja? Die Unternehmenspolitik muss entsprechend als dokumentierte Information vorliegen. Und dann gibt es noch einige wenige dokumentierte Informationen, die entsprechend verfügbar sein müssen, aber bei weitem nicht mehr so viele, wie in der vorhergehenden Revision gefordert war. Das Thema ist sehr stark aufgeweicht worden im Sinne des Unternehmens. Das heißt, hinterfragen Sie
welche dokumentierten Informationen, Dokumente Sie benötigen, um Ihren Arbeitsablauf stattfinden zu lassen. Das können zum Beispiel Arbeitsprozesse sein, die Sie im Rahmen der Fertigung beispielsweise nutzen, um Ihre Mitarbeiter entsprechend zu schulen. Auch das sind Dokumente, die im Rahmen der Norm und dieses Normkapitels Anwendung finden und die Sie auch entsprechend aufrechterhalten und auch festlegen und auch lenken sollten.